Wer hat dir geholfen, einen guten Start ins Leben zu kriegen? Also ich glaube, ganz essentiell bei mir ist natürlich meine Familie. Meine Eltern haben von Kindesbein auf mich in jeglicher Hinsicht unterstützt und mich auch speziell in meinem Sport von A nach B gebracht und mir alles Mögliche versucht, irgendwie zu erleichtern und meine Träume zu erfüllen. Ich denke, in so einer sportlichen Karriere hat man mit Sicherheit auch Trainer, die man ganz klar auch als Starthelfer bezeichnen könnte und die einem auf dem sportlichen Werdegang auch wirklich einen großen Einfluss hatten. Bei mir war das auch in jungen Jahren so, dass da der ein oder andere Trainer mir auch sicherlich wichtige Tipps gegeben hat. Nadine, wie war das denn, als Mädchen Fußball zu spielen in deiner Umgebung? Du hast einen großen Bruder. Und hat der dich auch zum Fußball gebracht? Wie kam's? Also ehrlich gesagt bin ich auf dem Fußballplatz aufgewachsen, weil meine ganze Familie wirklich fußballaffin ist. Mein Papa ist Präsident von einem kleinen Sportverein, mein Bruder hat gespielt, meine Mama hat gespielt. Und dann musste die Kleine sozusagen mit auf den Sportplatz und ich hatte keine andere Wahl, als auch Fußball zu spielen, mehr oder weniger. Es war mir in die Wiege gelegt. Dadurch hatte ich auch sehr große Unterstützung. Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, hätte ich niemals ohne die Unterstützung meiner Familie erreicht. Diese waren essentiell für mich, um meine Träume zu verwirklichen. Und genau das brauchen auch viele Kids in der Welt, egal ob es ihre Familien sind oder Freunde oder Menschen wie wir. Sie brauchen unsere Unterstützung. Thank you.